Die Kombination aus Metamizol und Ibuprofen kann tödlich enden. Genau droht ein Leberversagen. Ibuprofen gehört zu den NSAR und hemmt COX-1 und COX-2 und somit die Prostaglandinbildung. Der Wirkstoff kommt bei leichten bis mäßig starken Schmerzen zum Einsatz. Metamizol besitzt analgetische, antipyretische und spasmolytische Eigenschaften. Der Wirkstoff findet beispielsweise bei akuten starken Schmerzen, nach Verletzungen oder Operationen, bei Koliken, Tumorschmerzen und sonstigen akuten oder chronisch starken Schmerzen Anwendung. Der genaue Wirkmechanismus ist nicht eindeutig geklärt. Der schmerzlindernde Effekt wird jedoch auf eine Hemmung von COX-3 zurückgeführt. Im Universitätsklinikum Münster kam es unter der Kombination zu einem Todesfall. Denn beide Wirkstoffe können auch allein angewendet zu Leberkomplikationen führen. So wird bei Metamizol schon seit längerem vor möglichen Leberschäden gewarnt, die vermutlich auf einen immunallergischen Pathomechanismus zurückzuführen sind. Dieser tritt zwar selten auf, die genaue Häufigkeit kann jedoch nicht berechnet werden. Auch unter Ibuprofen können Leberschäden entstehen, denn der Wirkstoff wird über die Leber metabolisiert. Laut Fach- und Gebrauchsinformationen treten Leberfunktionsstörungen, Leberschäden, Leberversagen und akute Hepatitis sehr selten auf. Allerdings wird bei einer länger andauernden Gabe auf eine regelmäßige Kontrolle der Leberwerte hingewiesen. Zudem sollten PatientInnen mit eingeschränkter Leberfunktion ibuprofenhaltige Arzneimittel nur unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle und bei schweren Leberfunktionsstörungen gar nicht anwenden. Bei den ersten Anzeichen einer Leberfunktionsstörung sollte eine Arztpraxis aufgesucht werden. Zu den Symptomen gehören Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Beschwerden im rechten Oberbauch, dunkler Urin, gelbe Haut oder Sklerosen.